Da manche Dinge in dem folgenden Video auf einige von euch etwas verstörend wirken könnten, muss ich euch vorwarnen und auch eine Sache mal klarstellen. Mit dem Video und mit dem, was wir hier entdecken in dem Video, möchten wir auf keinen Fall irgendjemanden hier angreifen, denn man weiß ja nie bei so einem Auto, das vor über 10 Jahren umgebaut wurde, was da wer noch im Nachhinein oder im Vorhinein an dem Wagen, so wie wir es gleich vorfinden werden, modifiziert hat. Aber naja, ab mit dem Video. Wie ihr wisst, habe ich ja vor kurzem einen BMW 3er Kombi, der auf M3 Optik und V10M Motor umgebaut wurde, für schlappe 45.000 Euro erstanden. Und wie sich kurz darauf herausgestellt hatte, brauchte der Wagen natürlich noch mehr Arbeit, als ich ursprünglich gedacht hatte. Und damit würde ich mal sagen, herzlich willkommen im neuen Video. Ich bin hier immer noch mit dem Julian in der Werkstatt bei MA Performance. Und der Julian hat gerade auch schon ein paar Sachen hier vorbereitet, denn heute geht es an den Pleuellager-Service und auch noch ein paar andere Sachen. Kannst du mal kurz erklären, was wir hier alles haben? Also ich meine, das ist eine Ölwanddichtung, aber ansonsten? Genau, das sind so im Groben eigentlich komplette Teile, die wir brauchen für unsere Reparatur jetzt. Zum einen hier der Pleuellager-Service. Natürlich neue Pleuelschrauben, ne? Muss man mal erneuern, sind den Schrauben. Neue Pleuellagerschalen, in dem Fall von King Racing, ganz normales Standardmaß. Sind die besser als die originalen? Oder? Die sind verstärkt, genau. Das hier ist, glaube ich, die Leitung, von der du gesprochen hattest, richtig? Diese Warnungsleitung. Genau, das ist die äußere Warnungshochdruckleitung, die gucken wir uns gleich mal an. Die müssen wir nur optional tauschen. Also meistens fängt die an, hier unten zu rosten und irgendwann platzen die dann hier auf. Also das ist noch außerhalb des Motors. Hier unten sitzt dann der Stickstofftank, also der Druckspeicher. Die tauschen wir nur, wenn die auch wirklich stark verrostet sein sollte. Dann haben wir die innere Warnungshochdruckleitung, die ist eigentlich fast immer kaputt. Wir haben hier innen drin haben wir noch so einen kleinen Plastikschlauch, der ist gestützt von diesem Metallgewebe hier außen. Der Plastikschlauch wird halt einfach mit der Zeit porös und rissig und dann sieht man dann einfach, beziehungsweise hier unten, hier ist die Unterseite, hier ist die Oberseite. Genau, dann fängt da halt hier das Öl an rauszudrücken und dann haben wir keine 80, 90 Bar Warnungsdruck mehr. Und das hier ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die eine Seite von der Warnung so tolle Geräusche macht. Das könnte der Grund sein, genau, weil die Warnung einfach zu wenig Druck hat. Ja gut, dann würde ich sagen, dann. Ich filme dich, Julian, du darfst jetzt anfangen, sie zu legen. Ich muss mal kurz unterbrechen, gucken, was der Julian gerade gefunden hat. Das hier, Freunde, das kennt ihr wahrscheinlich eher aus Häusern. Das ist nämlich ein Abwasserrohr. So ein schönes Stück, was man im Baumarkt bekommt. Auf jeden Fall geil gemacht. Ich meine, hier haben wir einmal vom Wäschetrockner und hier einmal vom Abwasserrohr. Und der Julian hat mir gerade auch gezeigt, das Ding ist an mehreren Stellen gebrochen. Julian, du kannst ruhig herkommen, ne? Ja. Muss hier nicht so abwechseln. Okay, okay. Scheiße, manuellen Fokus noch. So, jetzt seht ihr auch wirklich was scharf. Das Ding hat hier ein paar Risse drin. Also vielleicht stammt der Motor und die ganze Technik hier auch. Und vielleicht aus dem Unfallauto. Das ist alles möglich. Sieht stark da noch aus. Ne? Oh ja, stimmt, von innen auch. Ja. Vielleicht wurde es auch nur einfach angepasst, dass es hier an die Radarschale passt. Das könnte natürlich auch sein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber dann, meine ich, hier müsste man auf jeden Fall nochmal kleben, weil... Ja. Nicht ganz so schön. Tja, da waren sie auch wieder in der Rennsportabteilung vom Baumarkt unterwegs, ne? Funktional, aber nicht ganz so hübsch. Ja, ich finde schon lustig. Ja. Weil aber funktioniert, ja zumindest. Ja? Wenigstens das.
Ja, Freunde, und wenn das Ganze nicht genug wäre, dass hier schön Dichtmaß hingeschmiert wurde. Noch was, Julian? Ja, jemand hat hier den 6er Inbus verwirkt und ja, so wie es aussieht, 40er Torx eingeschlagen. Mal gucken, ich hoffe, wir kriegen den gleich auf. Ich schätze mal, aber ihr habt ja eine neue Schraube auf Lager, oder? Ja, Blastschraube haben wir auf Lager, ja, das haben wir alles da. Dann mal viel Erfolg, ne? Oh. Oh. Oh, nee. Ich sehe schon, am Ende müssen wir noch einen Vielzahn reinhauen. Das kann gut passieren. Ich hoffe es nicht. Oh. Gott sei Dank. Schauen wir mal, wie es so aussieht. Und was sagst du? Ja, sieht jetzt nicht auffällig aus, ne? Man frisch sieht es auf jeden Fall nicht aus. Auf jeden Fall nicht. Ja, schon etwas älter, also lohnt sich auf jeden Fall, dass es neu reinkommt. Das kann man schon sagen. Riecht doch sehr nach Benzin. Ja, vielleicht viele Kaltstarts, also vielleicht stand da viel rum. Das kann sein. Das kann gut sein, aber ich frage mich echt, warum zur Hölle hier diese Dichtmasse ist. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Weil, was haben sie gemacht? Haben sie da mal auch nur was Neues reingeschweißt, weil sie die Ölwanne verschissen haben oder so? Vielleicht ist der Gewindeteil in der Mitte neu eingeschweißt. Das ja, weil, und dann war es undicht oder was, weil sie es nicht richtig geschweißt haben. Möglicherweise. Wir können ja später mal schauen, wenn die Ölwanne in der Waschmaschine war. Stimmt. Wir sehen es ja dann, wenn die Ölwanne unten ist, ob von innen was geschweißt wurde. Genau, dann sehen wir von der Innenseite genau, was da getrieben wurde. Was für Schmuder gemacht wurde. So. Der Ölfilter ist draußen. Gucken wir uns gerade mal das Gehäuse an. Wir haben extra das Öl nicht ausgekippt, dass wir einmal sehen, was wir hier an Glitzer drin haben. Genau. Ich versuche es gerade mal zu fokussieren für euch, dass ihr es erkennen könnt. Hoffentlich sieht man es. Man sieht es auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht ein Blinder, dass es da glitzert wie sonst was. Genau, das lässt schon mal darauf schließen, dass der Motor in sehr gutem Zustand ist. Ja, dass die Lagerschalen auf jeden Fall verschlissen sein werden, aber das sehen wir dann gleich. Wir gucken uns jetzt den Ölfilter nochmal an, klappen den ein bisschen auf und ja, dann sehen wir weiter. Da kommt Freude auf. So, schauen wir mal, schon was sieht. Vielleicht müssen wir noch länger abtropfen lassen. Und Julian, was spricht der Filter? So, Filter ist abgetropft. Jetzt sehen wir ein bisschen besser hier in die Lamellen rein. Aber hier ist alles soweit in Ordnung. Da ist kaum Abrieb drin. Ich vermute, dass sich der Abrieb, den wir gerade eben im Ölfiltergehäuse bzw. im Deckel gesehen haben, dass der sich einfach über die Zeit dort angesammelt hat und den wirklich jemand rausgereinigt hat. Und das machen wir jetzt aber auf jeden Fall. Wir machen das Ölfiltergehäuse einmal picobello sauber. Auf jeden Fall 10W60 drin. 10W60 drin, kannst du schaffst es gerochen, Jürgen? Nee, aber das siehst du am Fließverhalten von dem Öl. Mhm. Hier oben haben wir ein paar Metallbruchstücke. Ich hoffe, das sieht man auf der. Ja, da wurde irgendwas geschweißt, oder? Da wurde was geschweißt und hier liegt doch was drin. Oh. Das ist natürlich nicht so geil, dass da was drin liegt. Kannst du es gerade mal am Finger rauspulen, damit man es gescheit sieht? Guck mal hier auf das Handschuh. Könnte irgendein Rest von der Schweißnaht sein. Also das ist halt echt nicht geil, ne? Schwärzt das hätte auch irgendwo wo auch immer im Öl landen können. Das hätte auf jeden Fall bis an den Öl ja, hier siehst können. Du auch das hier. Genau, da wurde auch geschweißt. Weißt du, was mich interessiert würde? Dreh gerade mal um, da wo dieses Deka-Seal von außen ist, oder wie das heißt. Müssen wir mal gucken, was an der Stelle von uns kommt. Das ist hier außen. Und dann dreh gerade mal bitte um. Aha, hier wurde auf jeden Fall geschweißt. Dann ist vielleicht die Schweißnaht undicht an der Stelle. Ja, aber warum wurde da überhaupt geschweißt? Weil wurde nicht die Form von der Wanne verändert. Genauso wie hier unten eigentlich auch nicht. Das schreit doch irgendwie danach, dass am Ende der Motor aus einem Unfallauto ist, der mal irgendwo aufgesetzt hat oder dann irgendwie ein Riss in der Ölwanne war oder sowas. Weil warum hier unten an der Ölwanne?
Das hat einen Mengen Platz gemacht, aber das hier, da wurde ja nicht die Form verändert. Ich bin mir fast sicher, dass die Ölwanne aus einem Unfall kommt, weil wenn man hier mal schaut, normalerweise haben wir hier einen Träger für den Riemenspanner und für den vorderen Riemen, aber der sieht so aus, als wäre das hier einfach weggebrochen. Und wenn man auf der Rückseite schaut, sieht man hier auch einen Riss. Oh, da unten ist ein Riss. Hier, ja. Und genau, das sieht so aus, als wäre dieser Halter hier vorne einfach abgeschert worden und dadurch ist auch die Ölwanne gerissen. Und du hast doch vorhin mir den Halter gezeigt und meintest du mir noch, hier, das ist der Halter. Und dann haben die sich quasi selber irgendwas gebastelt, weil die Originalen abgeschert sind. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, ansonsten, ich meine, die Dichtmasse, ist das Original so? Weil das ist eigentlich eine Metalldichtung, oder? Das ist nicht Original. Also normalerweise haben wir nur diese Blechzickendichtung hier. Ja. Dirco HT hat da eigentlich nichts verloren. Also sämtliche Flüssigdichtungen sind hier völlig fehl am Platz. Das ist schön. Schlimm? Das ist schön, ja. Schlimm oder? Na, jetzt in dem Fall eigentlich nicht. Es wurde zum Glück nicht zu viel genommen. Oft ist das Problem, es wird einfach zu viel von der Dichtmasse verwendet. Ja. Die drückt sich dann hier nach innen in die Ölwanne. Ja, aber ich meine, hat es hier auch schon zum Fass zum Teil, wenn du mal schaust. Ja, das stimmt, aber das ist noch im Rahmen. Ne? Aber ich meine, so der Rest. Ist der Rest okay, rettbar oder? Ja, also das ist okay. Ich denke mal, hier werden wir mit Flüssigmetall ein bisschen die Ölwanne beschönigen, gucken, dass sie dicht ist. Das sieht dann auf jeden Fall auch besser aus als diese rote Dichtmasse. Ja. Und genau. Ja gut, jetzt gucken wir nach oben, oder? Ja, an sich die ganze Dichtmasse natürlich nicht so schön, ne? Sollte nicht so sein, aber haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen. Ja. Müssen wir da auf jeden Fall alles abreinigen, wenn wir die neue Dichtung dann auflegen. Also an sich sieht der Motor sehr gut aus, ist kaum verfärbt, ist überall noch schön silber und nicht braun oder rötlich. Also vielleicht war der Motor vor kurzem schon mal offen, beziehungsweise es sieht so aus. Hier oben sieht man nämlich, dass die Badplate auch mit Dirco eingedichtet. Das kann man überhaupt erkennen, also dieses orange Zeug. Ja, genau. Da sieht man, dass die Badplate schon mal eingedichtet wurde. Mhm. Original BMW ist das nicht rot, sondern schwarz. Mhm. Aber sonst der Allgemeinzustand sehr sauber. Also jetzt auf den ersten Blick sieht das nicht so schlimm aus. Ja, und ich sieht man, Ölsiebe. Da hängt zumindest nichts Orangenes drin. Genau. Ölsieb hier ist sauber von der Absaugpumpe, von der Ölpumpe und genau, hier auch. Erster Eindruck ist gut. So, kommen wir zum ziemlich wichtigsten Teil von unserem Pleuellager-Service. Wir zerlegen einmal die Ölpumpe. Ganz wichtig, also wir haben die Erfahrung, dass die Ölpumpen im Großteil der Fälle kaputt sind bzw. eingelaufen sind. Und da das Bauteil natürlich das Herzstück von unserem Motor ist, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, das zu begutachten und eventuell zu erneuern. Wenn er keinen Öldruck hat, dann hält er nicht lange. Genau, da bringen auch die neuesten Pleuellagerschalen nichts, wenn die Ölpumpe nicht in Ordnung ist. Ja, okay, ich bin echt mal gespannt, woran man das sieht. Herz-OP. Ich sehe, es würde gerade ein Herz vom Menschen zerlegen. Das Herz vom Motor jetzt quasi. Ne? Das ist das Gleiche. Ja, ist wirklich so. Und worauf achten wir jetzt? So, wir schauen jetzt, ob wir hier Riefen haben. Haben wir ganz, ganz leicht, aber das ist nichts Schlimmes. Hier auch eine ganz kleine. Das können wir aber ein bisschen rausleppen später. Mhm. Jetzt schaue ich noch, ob ich hier drin irgendwelche Einschläge habe. Hier sieht man auch ein paar kleine. Mhm. Sind wohl mal Metallspänen oder ähnliches durchgezogen worden. Aber das sieht jetzt auf den ersten Blick auch nicht so tragisch aus. Das heißt, echt interessant, mal einen zu sehen, die wirklich schlimm aussieht. Müssen wir mal schauen, vielleicht haben wir einen da. Das war jetzt der Außenrotor, jetzt der Innenrotor. Hier sieht man auch, hier ist ein kleiner Einschlag, hier ein etwas größerer. Der sieht jetzt schon nicht ganz so schön aus. Hier auch, deutlich spürbar. Und sagen, spürst du den Fingernagel was? Ja, auf jeden Fall. Auch den hier vorne. Also man sieht es auf jeden Fall in der Spiegelung auch, wenn du es drehst, genau, dass da auf jeden Fall Einschläge sind. Okay, dann gucken wir uns den Rest an. Wie schlimm ist es jetzt? So schlimm, dass man neue bräuchte? Das ist jetzt noch im Rahmen. Ich denke, das können wir rausschleifen. Müssen wir mal schauen gleich. Mhm. Okay, auf der anderen Seite nochmal so eine, oder? Auf der anderen Seite ist es ein bisschen anders. Auf der anderen Seite haben wir eine Flügelzellenpumpe. Das ist die eigentliche Ölpumpe. Mhm. So, tada. Jo, die sieht ja ganz anders aus. Die sieht ganz anders aus.
wie gesagt, komplett andere Bauart. Wir haben eine Flügelzellenpumpe. Und hier sieht es auch schon ein bisschen eingelaufen aus, muss man sagen, ne? Genau, das sieht nicht ganz so toll aus. Oh ja. Ist auch deutlich zu spüren. Ja, ihr seht es richtig. Also ich glaube auch gerade hier die Ecke, die sieht nicht so toll aus. Ne? Ja, hier auch der Innenrotor. Müssen wir gleich mal sauber machen. Schauen wir uns die Flügel mal an. Die sind auch sehr oft verschlissen, beziehungsweise haben Einschläge. Sieht man auch hier im oberen Part. Ja, ich sehe, es sind auch welche. Eingelaufen und auch hier. Wobei die noch nicht ganz so tief sind. Gucken wir uns den Rest mal an. Krass, aber ich will mich echt mal fragen, grundlegend bei Ölpumpen, weil ich mir das erste Mal, dass ich jetzt sowas wirklich sehe, weil ich eigentlich denkst du dir ja, dass die wie neu aussehen müssten normalerweise. Eigentlich schon, ja. Also, du weißt halt nie, was die Ölpumpe durchgezogen hat, ne? Ja, aber ist das jetzt so ein Ding, was grundlegend nur mit diesen BMW-M-Motoren ein Problem ist oder auch bei normalen, gewöhnlichen, wenn du jetzt deinen Diesel zum Beispiel nimmst? Schwer zu sagen. Also an sich, eine Ölpumpe verschleißt immer, ne? Ja. Aber je nachdem, wie halt das Fahrzeug gepflegt wurde oder gepflegt wird. Aber wenn es jetzt ein Audi wäre, bei dem wir die Pleuellager tauschen würden, da würde es wahrscheinlich auch Probleme irgendwie mit den Ölpumpen geben, ne? Dass wir da irgendwo einen Verschleiß feststellen würden. Weil ich finde, das ist auf jeden Fall echt sichtbar, gerade bei der. Mhm. Die Kante die ist besonders schlimm, also, ja. Die Kante sieht echt scheiße aus. Das hier ist richtig beschissen, ja. Also die werden wir eventuell nicht wiederverwenden können. Mal weiter schauen, das ist ja noch das zweite. Gut, die Ölpumpe ist ja an sich das erste Bauteil, was, wenn du irgendeinen Dreck oder so in der Ölwanne hast, die Ölpumpe ist das erste Bauteil, die es durchzieht, ne? Da sitzt kein Ölfilter davor, da haben wir nur diesen Ölsieb vorne an der Ansaugung, also den hier. Ja, der hält ein bisschen, der hält vielleicht größere Bauteile ab, aber alles, was kleiner ist und wenn die Begleitschiene bricht, ein Stück Plastik. Zum Beispiel, wenn das Stück Plastik klein genug ist, die Ölpumpe zieht es durch. Ist natürlich massiv ungesund für die Ölpumpe. An die Lagerstellen kommt es dann in dem Fall nicht, weil danach sitzt ja der Ölfilter, ne? Der filtert uns das raus, danach ist okay. Aber deswegen ja, wird hier auch so gewesen sein. Verschiedene Partikel wurden da einfach durchgezogen. Und das hier ist das Bauteil, was am meisten quasi immer abbekommt. Genau. Und das ist der Innenteil von... Das ist der Innenrotor jetzt von der Flügelzellenpumpe. Und ich versuche das mal zu filmen. Der Julian hat mir gerade eben schon gezeigt, wie die Kamera aus war. Das Licht, das war es ist wirklich schwierig zu sehen. Ich habe heute extra schon ein Foto gemacht, weil ich blendet euch ja Johnny das ein. Hier, also Johnny gerade mal ranspringen. Seht ihr diese krassen Riefen? Träger mal ein bisschen hören, so. Jetzt seht ihr es, diese krassen Riefen, die da sind echt richtig krasse Riefen drin. Genau, da hat sich der Flügel schön eingearbeitet. Ja, und das heißt natürlich, Marius darf mehr Geld ausgeben. Wir brauchen eine neue Ölpumpe. Und die habt ihr natürlich auf Lager. Ja. Scheiße, Mann. Vor allem wirklich, wie ich den hier gesehen habe, da war ja eigentlich schon klar, dass auf dem Gegenstück, das heißt, das was Julian gerade gezeigt hat, auf dem Rotor. Genau, der Innenrotor. Da muss natürlich dann genauso ein Abdruck sein, wie ihr gerade eben gesehen habt. Also das ist natürlich genau, weil super. Dieser Part sitzt quasi genau hier drin. Ja. Und bewegt sich hin und her und dadurch arbeitet sich das dann hier ein. Dadurch haben wir dann hier den Verschleiß und auf dem Innenrotor. Ja. Ich habe auch meinem Kumpel Max schon davon erzählt, der hat ja einen E92 M3 und da besteht ja auch die Problematik mit der Ölpumpe und er hat auch schon zu mir gesagt, beim nächsten Pleuellager-Service will er auch unbedingt hierher, weil er will auch seine Ölpumpe gecheckt haben, weil das will glaube ich niemand. Also am Ende macht ihr einen Pleuellager-Service, denkt der Motor, ach ihr seid wieder gut für 100.000 Kilometer und dann sagt eure Ölpumpe, nee, wir machen mal nicht mehr so viel Druck, wie ich eigentlich will und dann sagt der Motor früher ciao, als er eigentlich sollte. Das ist möglich, ja. So, Warnungshochdruckpumpe ist ausgebaut. Wir werden jetzt rechts legen. Gucken uns jetzt am Anfang direkt mal die Spannschiene an. Sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Ganz normale Laufspuren. Mhm. Führungsschienen auch. Die sind soweit in Ordnung. Und das ist jetzt quasi die Hochdruckpumpe, die nur für die Nockenwellenbestellung da ist. Genau, also auch nur für die Warnus. Auch nicht BMW Deutsch. So ist es, genau. Also in dem Motor ist eine Hochdruckwarnus verbaut. Die läuft so mit 80 bis 100 Bar. Die braucht quasi eine extra Ölpumpe dafür. Und ich schätze mal, wenn die nicht mehr Endruck macht, dann schmeißt er eine Motorkontrollleuchte oder hat nicht mehr die Leistung. Genau, hat nicht mehr die Leistung, die Warnus verstellt nicht mehr schnell genug oder falsch. Und, genau. So, jetzt haben wir hier einmal 5 Kolben. Also die sieht zumindest von der Fläche her
Ja, wie neu aus. Ja, also da. Weil ich dachte doch immer, so sieht eine Ölpumpe aus, weil es läuft ja Öl drin. Was sollen da also abnutzen, was dachte da ich mir immer. Ne? Ja, genau. Haben wir gerade eben gesehen, ne? Das haben wir gesehen, ja. Ja, die Pumpen sind eigentlich relativ unauffällig. Sieht auch okay aus. Meistens brechen hier von den kleinen Kolben die Federn. Was heißt denn meistens? Wie häufig? Welche Laufleistung? Wo kann man mit sowas rechnen? Also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen. Mhm. Aber wenn. Ich kann nicht zu sagen, bei welcher Laufleistung. Aber du sagst ja, also, wenn die Stress macht, dann ist das der Grund. Genau. Dann bricht hier eine Feder. Genau, dann bricht eine Feder, dann legt sie den Kolben nicht mehr außen an. Und dementsprechend wird dann auch weniger Druck erzeugt. Ja, hier laufen die auch öfter mal ein. Sieht bei der Pumpe jetzt aber auch okay aus. Im Fingernagel ist nichts zu spüren. Es sieht zwar ein bisschen eingelaufen aus, aber das sind auch nur ganz normale Laufspuren. Da ist auch alles okay. Die reinigen wir jetzt und bauen die wieder zusammen. Ja, aber ist gut, weil ich habe gerade eben schon mal Julian gefragt, wie die Kamera aus war, ob er denn oder wie oft er sieht, dass die wirklich kaputt sind. Und er meinte eigentlich wirklich von den ganzen Motoren, die er bisher gemacht hat, so gut wie nie. Weil das ist auch so ein Ding, was ich früher im Forum gelesen habe über diese V10-Motoren. Immer so, oh, diese Warnhaus-Hochdruckpumpe, die geht immer kaputt und die ist so teuer. Aber scheinbar ist wohl eher die normale Ölpumpe das Problem. Und die Warnhaus-Hochdruckleitung. Ja, und die Hochdruck, genau. Und zu der kommen wir auch gleich. Zu der kommen wir gleich. Ja, Freunde, wir wollten gerade mal gucken, wegen der Ablassschraube, da auch was reingeschweißt ist. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich hoffe wirklich, ihr könnt es erkennen. Da ist links quasi von dem Kreis, kann der Johnny euch mal einen Pfeil machen und dann da ranspringen, ist ein Haarriss und den haben die quasi dann damit geklebt. Schön, ne? Nicht ganz so toll. Nee. Gucken, was wir da machen. Nee, muss man echt mal schauen. Ja, auch unschön, irgendwas liegt hier drin, haben wir gerade gesehen. Wenn also, ihr mal hinhört. Wir haben es nicht gesehen, wir haben es nur gehört, Julian. Bis jetzt wissen wir nicht, was es ist. Ja, ein Ratespiel, was könnte es denn sein? Das sollte nicht so sein. Aber ist es nicht eine Aluölwanne? Gut. Das ist eine Aluölwanne, ja. Ja, vielleicht könntest du einen Magneten rausfischen, weil es Metall ist. Ja, Metall wäre nicht so schön. Aber wobei, Stahl, ja. Ich glaube, ich habe es entdeckt. Hast du es? Oh, ein Stück von der. Was ist das? Das ist ein Stück vom Ölniveausensor. Ich hol den mal her, vielleicht sehen wir was. Das ist ja toll. Ja, da haben wir schon den Schuldigen, ne? Ja, halb so wild. Wie bricht sowas denn ab? Da machen wir einen neuen rein. Schwer zu sagen, vielleicht hier Filmmontage. Ja, aber wie er den reingeklebt hat, hat er ein bisschen verkackt vielleicht, ja? Das kann auch sein, vielleicht verkantet beim Einkleben. Ist möglich. Oh Mann. Sieht sehr beschissen aus. Tja, und zum Ende muss ich hier mal einen richtigen Arschloch-Move machen und das Video unterbrechen, denn sonst wäre das Video insgesamt knapp 50 Minuten lang geworden und deshalb gibt es dann nächsten Sonntag den zweiten Teil und da werdet ihr sehen, wie die Lagerschalen aussehen. Ihr habt ja schon Julians Kommentar dazu gesehen, die sehen richtig beschissen aus. Deshalb verpasst auf jeden Fall nicht den zweiten Teil nächsten Sonntag und an der Stelle verlinke ich euch natürlich MA Performance ganz oben in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner für euren BMW oder BMW M. Also macht's gut, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns hoffentlich bald nächsten Sonntag im nächsten Video. Macht's gut, ciao!